Aber das, was René vorhin erwähnt hat, das wäre auch noch eine Idee, dass man anstatt den Genry-Chef den Pisten nimmt. Ich glaube, das würde nämlich ein, zwei Sachen erleichtern. So, wenn das hier meine Standardhöhe ist, die ich haben will. Habe ich noch irgendwo die Schaffler-Mod? Nee. Und Forge Shuffle. War das die? Ha, jetzt funktioniert's. Aber das kann ich mir halt irgendwie schlecht vorstellen, dass okay, gut. Also ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass Twitch irgendwas hier machen wird gegen mich, weil Bots aufgetaucht sind. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Und einen schönen Abend dir und guten Hunger auf jeden Fall. Und viel Spaß und danke für den Tipp. Ich werde mir das mal alles angucken. Was zur Hölle?
Ja, so viel wie ich jetzt gemeldet habe. Und mit dem Tool werden die anscheinend automatisch zurückgesetzt. Ah, ich hoffe mal. Und sonst, hey. Dann habe ich halt Pech gehabt, aber ich glaube echt nicht, dass da was passiert. Wieso wurden jetzt das zurückgesetzt? Kabalstön. 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 An der Seite. Retour, Spiritit. 1 Uraninite. 1 Köl. Oh Gott. 1 Redstondast. 1 Eis. Warte 1 B. Ups. Yeah. Oh mein Gott. Hä? Okay. Wait. So öffnet sich dieses Waypoint-Ding andauernd. Geht doch. Wieso hat sich meine Tastatur zurückgesetzt? Okay. So. Okay, danke schön. Und warte ich drauf. Oh, ist das dumm.
Aha. Guten Tag. Guten Tag. Ich war gerade irritiert, weil plötzlich warst du aus dem Bild raus. Oh. Oh. Bist du jetzt schon wieder hin? Ach, da. Davon habe ich schon welche, aber trotzdem, Dankeschön. Hast du die gefunden, ich, oder wie? Nein, Quest. Ah. Und die brauchst du nicht? Nein, ich mache ja nichts mit Bienen. Ah, okay. Wenn du mal was mit Bienen machst, ich kann dir auch ganz viele Upgrades anbieten. Oder wenn du allgemein irgendwelche Materialien brauchst. Nein. Okay. Nix mit Bienen diesmal. Gar nix. Okay. Du musst auch mit Create anfangen, das ist sehr verwirrend. Nein, definitiv. Ich. Ein bisschen, ja. Ein bisschen muss ich ja machen. Ja. Allein wegen den Eudemodium-Stern schon. Ja, da muss ich auch noch. Ich habe noch nie mit diesem Crafting-Table gearbeitet, das wird auch noch interessant. Ja, ich hab's ja schon, ich weiß ja schon, wie es geht. Ah, okay, super. Ich. Ja, muss mal gucken. Wahrscheinlich auch wieder dazu Videos oder so angucken. Bisschen reinfuchsen und dann geht's eigentlich wieder. Ah, okay. Ja, super. Und was ist dein Plan für heute? Bisschen was hochkraften. Netherrack. Hm? Netherrack, Endstone. Bisschen Erde vielleicht, mal gucken. Ja, also. So ein bisschen die alltäglichen Sachen, bevor ich in Blood Magic reingehe. Ja, also wenn du was brauchst, musst du einfach Bescheid sagen. Ich kann dir gerne ganz viel anbieten. Ich habe jetzt eigentlich ausreichend Ressourcen für alles. War schon ein bisschen an dem Loch tätig. Ja, sauber. So. Ja. Weil für meinen Reaktor, da, den will ich ja noch mit Nasserschnee, Altemodium befüllen. Oh mein Gott. Also die anstatt die Luft, die du da jetzt drinne hast, dann mit Eusemodium oder wie? Ja, genau. Oh. Was für ein Plus bringt das? Genau weiß ich es noch nicht, aber wird's bei der Größe auf alle Fälle eine Menge. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie die Zusammenarbeit zwischen den Mods ist. Also ob da überhaupt, ob er denkt, da ist was oder ob er einfach nur sagt, du hast da jetzt Cobblestone hingesetzt. Genau weiß ich jetzt auch nicht, aber meistens bringt das was. Also ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist. Ja, ich hab's noch nie ausprobiert, deswegen. Also bei ATM 9 hat es auf alle Fälle was gebracht. Ey, da wird's. Also bei den kleinen zumindest. Ja. Ich glaub, da hatte ich bloß den kleinen Reaktor zu stehen. Ja, nicht in der Größe. Ja, nee, aber dann wird's ja hier auch was bringen. Ist ja eigentlich 1 zu 1. Ja, muss ich gucken. Ja, wäre auf jeden Fall interessant, dann. Wie viel Energie da am Ende rauskommt. Ey, erstmal muss ich den voll kriegen. Ja. Wie viel brauchst du denn dafür dann? Ich hab's mir nicht ausgerechnet. Ja, bestimmt zu viel. Ganze Menge auf alle Fälle, ja. Aber wir sind gerade noch am Ausheben. Ja. Also sonst kann ich die Mining Dimension empfehlen, da fliegt ziemlich viel aktuell rum. Wie gesagt, wir waren ja an deinem Loch schon dran. Ach so. Ah, okay, super. Okay, ich dachte, ihr habt an eurem oder an deinem Loch da rumgebuddelt. Nein, wir erstmal an deinem Loch waren wir dran und jetzt sehen wir nochmal ein Loch in der Größe von, was war das? 28 mal 10 aus? Okay. Solange ihr da meinen Testbau nicht überbrettert, nein, ist alles gut. Nein. Okay. Ja. Ja, sonst, ich wollte eh Eusemodium-Bienen machen. Da kann ich dann euch auch später en masse geben. Na klar. Ja, wie gesagt, erstmal dann alles zusammenkraften, dass ich im Blood Magic rennen kann. Ja, da will ich auch noch rein. Da bin ich gespannt. Das habe ich vor Ewigkeiten mal gemacht und dann nie wieder. Genau wie ich. Ich glaube. Nur die Anfänger. Ne, ja, ich glaube irgendwie so in 1.7 oder so oder 1.12 habe ich mal Blood Magic gemacht. Das ist, oh Gott, das ist auch schon wieder
8 Jahre her? Ja, ja, ja. Oh Gott. Nee, bei mir sind es ungefähr 4 Jahre. Ja, sauber. Aber trotzdem, da kam so viel dazwischen, das ist Wahnsinn. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber das ist nach wie vor noch so, dass du da riesengroße Altare irgendwann hast, ne? Ja. Okay. Ja, cool. Denk ich mal, nicht, dass ich jetzt verwechsle. Da muss ich selber erstmal gucken. Nee, ich glaube, du baust da mit diesen Runen und so weiter, baust du dann das zusammen, was du haben willst. Und irgendwie in dem Buch, was es hier gibt, steht dann drinne, was du, wie du welchen Altar baust. Also so völlig irre. Oh ja, oh Gott. Ich bin gerade mal durch das Buch durch. Das ist ja schlimm. Ja, das geht aber noch. Ja? Ja, da ist Astra schlimmer. Ach ja, das war ja noch... Das war das mit den Pylons und dann aus verschiedenen Magieressourcen. Genau. Oh Gott. Ja, ja. Davon habe ich nur ein YouTube-Video gesehen und das war mir schon zu viel. Nee, Astra habe ich durch. Oh Gott. Aber das kann man sich auch nochmal angucken, ja. Deswegen sag ich ja, mit dem Blutaltar, da gehe ich ja hier noch. Irgendwas war noch richtig. Weil mit Astra, da musstest du ja gucken, dass du die Energie von den Sternen kriegst und dementsprechend platzierst. Mhm. Aber war das... Ad Astra, das ist hier nicht drin, ne? Nein. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber hier, wie heißt das? Hast du Ars Novum hier schon angeguckt? Hier noch nicht jetzt. Okay, weil das ist ja fast genauso schlimm. Ja, ja, ich hab's auch selber noch nie richtig umgesetzt. Nur Anfänger davon. Ja. Ja, aber... Weil da kannst du ja auch alles Mögliche mitmachen. Genau, und musst du irgendwelche Pflanzen anpflanzen, damit du davon die Magie bekommst und irgendwie... Ja. Ja. Super. Du kannst mit so vielen Mods arbeiten, das ist abartig. Ja, das Einzige, was mir jetzt schon passiert ist, ist, wie heißt das? Okkultismus. Da wollte ich den, wie heißt das? Einfach nur ein... Jetzt fällt mir das nicht ein. Wie hieß denn das noch? Wie man so eine... So eine Beschwörung auf den Boden setzt und da crasht jedes Mal mein Spiel. Ja. Du kannst das fühlen. Ich weiß, was du meinst. Ja, weil ich habe keine Ahnung, wie du hier wie heißt das denn? Wie du einzelne Runen auf dem Boden, in welcher Reihenfolge und so weiter, und dann willst du diesen Test setzen und bupp, Spiel aus. Manche Zusammensetzung der Mods an sich nicht. Ja, entweder das oder hier, wie heißt das? Das ATM-9-Team hat ja schon einen ganzen Haufen Updates rausgehauen. Vielleicht ist es auch das. Das auch, aber wie gesagt, hier sind ja auch Mods drin, die nicht in ATM-9 drin sind. Ah, okay. Ja, dann kann das natürlich auch sein. Und wenn da irgendwas nicht kompatibel ist mit anderen Mods... Ja, jetzt muss ich irgendwie anders an, wie war das, Hearts of the Sea rankommen. Da kann ich ja vorbeibringen. Ich brauche Hunderte. ja, wie viele? Ja, aktuell erstmal, wie viele brauche ich? Moment, lass mich mal eben gucken.
Gott, 32 Stück, aber ich wollte das eh mit, wie heißt es gleich noch, mit Mystic Agriculture umsetzen. Ja, klar, das ist ja, das haben wir ja schon. Ah, okay. Boah, da kannst du mir eher ja? Weil das haben wir ja im Endeffekt damit umgesetzt, weil ich ja die Akquisatoren damit bastle. Die Aqui was? Ne, die Unterwasserdinger, die, dass du unter Wasser atmen kannst. Ah. Okay. Die bastelst du da mit dem Heart of the Sea. Okay, ja, das hatte ich noch nicht gesehen. Weil das brauche ich doch für die Spawner im Endeffekt, für meine, dass ich zum Beispiel unten die Spawnfläche, die Spawner oben anschalten kann in meinem Turm. Und trotzdem die Spawner unten laufen. Ah, okay. Und dafür brauche ich diesen Akquisator, den ich in die Spawner reindrücken. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Von Apotessia, ne? Die Spawner. Ja, genau. Okay. Ja, dafür wollte ich die auch nutzen. Und, hier, wie heißt das? Ich kann da Productive Bees halt total viel herstellen. Ja, weil das ist halt, dass der Player, die Player nicht ignorieren halt. Ja. Genau da. Die brauche ich halt dafür. Ja. Okay. Wie gesagt, in dem Keller kommen ja noch etliche mehr Spawner rein. Das ist ja dieser bloß der Anfang. Wofür denn? Einfach nur, weil man es kann. Okay, ja. Habe ich auch gemacht. Ich habe mir hier noch die ganzen Bossgegner von Okkultismus, die kannst du auch alle als Spawn-Egg bekommen. Die kannst du halt auch in die Spawner reinsetzen. Das ist ja wie den Warden, den kann man noch hinsetzen. Echt? Oh Gott. Ja. Nice. Okay. Dann will ich weiß jetzt nicht, ob das hier geht, aber in ATM 9 ging es, den Drachen. Hm? Kann man den außerhalb vom Endspawn? In die Spawner ging es in ATM 9. Oh Gott. Weil von dem habe ich überhaupt kein Dragon. Oder reicht dir ein normales Drachenei dafür? Nee, das müsste, denke ich mal, auch so ein Spawn-Ei sein. Nee, weil da habe ich. Weil da finde ich hier nichts. Aber lustig. Könnte man den irgendwie. Weil das könnte ich mir vorstellen, weil das Non-Hatchable Dragon Egg. Mhm. Das müsste das eigentlich sein. So ein Dragon Tooth? Oh Gott. Ich habe aber 4000 Dragon Predictions. Okay. Juhu, mal gucken. Ja, genau das, genau das. Ah, okay. Das wäre ja Wahnsinn, wenn du das da reinsetzen kannst. Dann vergisst du einmal den AI-Filter einzusetzen und dann reißt er da deine halbe Bude ab.
bin nicht so treffsicher. Der Kork, hast du schon Uranium-Beam? Uranium? Uranium. Ja, die Bienen habe ich schon, ja. Granit-Bienen habe ich. Oh. Weil der Herr im Discord fragt gerade. Oh, Moment. Ja, ich habe Discord nicht laufen. Nee, Kelvin. Warte mal. Ich hab nur Uranit-Bienen. Aber Uranium waren doch die Radioactive, ne? Moin. Wenn du mir eine Viertelstunde gibst, kann ich dir Uranbienen geben. Eingeschlafen. Die musst du durch die Zentrifuge noch jagen, die Waben. Und daraus kriegst du dann... ja, genau. Das ist ein einzelner Block. Doch, das passt. Ich muss die nur einmal zusammen züchten. Dann passt das. Eigentlich brauche ich aktuell nur Heart of the Seas. Aber... Es würde auch ausreichen, wenn ich die Seeds von Mystical Agriculture irgendwie von euch bekommen könnte, wenn ihr die schon habt. Jeweils nur ein, das reicht völlig aus. Jo, ich bastel dir mal die Bienen zusammen. Hinter dir. Jo, dankeschön. Ja, ich... Das hilft mir nämlich ungemein. Ich wollte auch so ein paar Sachen per Seeds herstellen, nur... habe ich alles dafür abgerissen und das müsste ich nach und nach wieder aufbauen. Das dauert dann ewig um 3 Tage. So.
Moin. Nix Wildes. Elagor, hi. Ich hab dich zu spät gesehen, aber I didn't see you properly. Hi.
sein, aber... Oh nice, da bin ich auch am Start. Da kann ich aber nicht bauen. Ah, aber ich wollte ja das hier oben einmal präsentieren. Fliegen. Was? Ja. Besser? Auf die Schnauze. Und Treppen runter, ja, ich weiß, aber ich kann in-game jetzt auch fliegen. Ah. So, ich hab mal Discord ausgemacht. Ich hab dir da Productive Updates reingepackt, weil da eine Simulation mit drin ist, dann fliegen die nicht durch die Gegend und dann brauchst du diese Feeding Slabs. Daran ernähren die sich und produzieren dann im Hive selbst das Zeug. Ja. Ah. Bis auf, dass ich die jetzt torlos geschaltet habe. So. Jo, viel Spaß dir und einen schönen Abend. Hörst du mich jetzt? Ja, jetzt höre ich dich. War mir zu viel los im Discord und ja. Ja, ich habe mich auch gemutet, deswegen. Aber genau. Mein Mikro wollte gerade schon wieder nicht. Okay. Ja, die produzieren dann hier, ich glaube, Waben, Honig und Wachs. Und das kannst du dann über die Zentrifuge ausarbeiten. Das heißt, ich kann eigentlich an die hier Export-Dinger ransetzen, also Kabel ransetzen, die es automatisch rausholen. Genau, und das Einzige, was du halt noch brauchst, ist Strom. Ja, Strom habe ich genug. Genau, und dann... Die rattert alles durch und da landen dann alle Ressourcen plus Honig plus Wachs drin, ne? Und hier kommen... Da kann alles rein, was die produzieren. Genau, die produzieren eigentlich nur Waben. Und du kannst noch Glasbottles reinpacken, dann kriegst du auch Honig raus. Ja, okay. Nur das Züchten dauert halt ein bisschen länger. Ich bin dabei, gerade das Sitz für dich fertig zu machen. Yay! Ja, ich mach dir... Braucht diese Extrusion von den Insects und den Fischen und die Soldier ein bisschen länger. Ja, ich weiß, das. Deswegen habe ich mich schon davor gesträubt. Ich bin da gleich bei, ich mach dir was weg. Okay, ich guck mal nach den Bienen. Ich hab die aber genetisch manipuliert. Das heißt, die arbeiten jetzt 24 Stunden und wetterunabhängig. Ist das in Ordnung für dich oder möchtest du naturbelassene Bienen haben? Die kannst du auch einbuddeln. Okay. Also das ist, die kommen auch nicht mehr raus, also die fliegen nicht durch die Gegend und lassen den Server irgendwann crashen. Das heißt, die bleiben eigentlich dauerhaft da drinne. Genau, die machen gar nichts mehr. Solange du das Upgrade drinnen lässt, dieses Simulations-Upgrade, kommen die nicht raus. Ja. Und die... Vermehren sie sich da drin, ne? Nee, ich mach dir 10 Stück, die passen in 2 rein und damit kriegst du eigentlich... So ungefähr mit der Anzahl an Upgrades 1200 Uran pro Tag. Genau, und dann mit den letzten Upgrades, mit den Heart of the Seas, kriegst du, glaube ich, 20.000 Ingots pro Tag. Das hört sich doch gut an.
Genau. Ja, alles klar. Okay, ich komme gleich wieder. Jo, ich bin jetzt mal unten. Jo. So. Nach dem Server-Neustart ist natürlich... Hä? Ach, das sind Radioactive. Ich Idiot. Okay. Was wird das hier nochmal eben machen? Dann passt das. Okay, und ich brauche... Was war das für... Emerald Bees? Slime und Diamond. Slime. Diamant. Ah. Okay, cool. Das müssen wir uns doch gleich revanchieren. No players available. So. Dann passt das. Nehmen wir die hier eben raus und nicht Digger, sondern Diamond Bee und Slime Bee und so. Radio. So. Oh mein Gott, ist das hier laut. Hallo. Hallo. Ich bin fertig. Wo willst du es stehen haben? Ja, müssen wir glaube ich mal in den Keller gehen. Oh mein Gott, mein Ohr. Moment. Einfach alles stumm. Wie heißen die denn? Ich kann das nicht. Oh Gott. Ja. Und hierfür brauche ich halt Uranium, weil meine Uran. Diese ganzen Gartenstopps sind bis hinten voll gefüllt. Die schaffen es nicht. Ja. Und das Ding hier vorne zu befüttern. soll ich dir die einfach hier hinstellen? Kann ich die am Ende wieder abholen? Ja, ja. Du hast Magneten an? Ja. Moment. Ich würde mich gerade schon die Töcke alle hinziehen. Ah. Immer noch. Wie viel Platz brauchen sie denn? Nicht viel. Also, die sind nur zwei hoch und einen breit. Und halt eine Feeding Slab. Das ist ja hier im Bett passen, ne? Ja. Nur von unten brauchst du wahrscheinlich irgendwie für einen Anschluss, damit du die Sachen rausbekommst. Kannst du mir auch mal verraten, wie viel ich von jedem machen soll? Das, was ich dir gegeben habe.
von den anderen, glaube ich, waren das. Alles gut zurück. Hier sind sie. Von dem Powder. So, jetzt nochmal. Ich habe dir 4 Powder, 12 Powder gegeben. Das sind die von Prismarin. Da müssten 4 Feeds rauskommen. Von Diamanten. Komm. Wenn du mir 12 gegeben hast, sind das 3. Dann 3. Ich mach 3 Diamanten und ich mach jetzt jeweils einen Fisch und einen Skorpion. Alles klar. Ich muss weg hier! Habt ihr noch irgendwie 400 Emeralds? Dann kann ich dir noch 6 weitere Productive machen. 400? Ja. Ja, ich kann dir die Reste auch einfach wiedergeben. Ich habe keine mehr, das ist das Problem. Ich habe 4000. Ja, das kannst du behalten. Ja, ich habe leider meine 10.000 verbraten. Das ging doch relativ schnell. Ich will gerade überlegen, ob ich das oben da rein. Eine Pipe kann ich doch unmöglich reinpacken, ne? Nur die Heated Zentrifuge braucht Strom. Der Rest braucht nur Item-Transfer. Ja, das heißt das hier? Ja. Ja, mir war es gerade nur überlegen, wie ich das Kabel jetzt habe. Wie weit ich genau hier hinter dem Strom habe, wegen den ganzen anderen Kabel. Sonst musst du dir mal X-Net angucken, das ist auch mega. Ja, nochmal alles umbauen bei der Größe, die ich jetzt habe. Ja, hast recht. Da gebe ich auf. Aber das kann ich zumindest für Mystic Agrikultur empfehlen. Weil da kannst du die einfach von unten anklemmen, den Altar. Und kannst die komplette Seed Production automatisieren. Dafür wollte ich noch einen Raum machen. Da kann ich nur reinpacken. Ja. So haben die denn schon was. Ja, das sind aktuell auch noch Babys. Ach, die produzieren Wachs. Genau, das dauert Das ist Masse statt Klasse erstmal. Aber du guck mal in die Inventare rein, wie viel da drin ist. Und das sind gerade noch die Babys. Also die können dir das komplette System auf Dauer zuscheißen. Ja, aber ich gucke jetzt mal, der Honig, wenn Honig voll ist, muss ich das abgepumpen? Ja, ne? Ja. Okay. Ich würde sonst die Zentrifuge irgendwo anders hinstellen. Die hatte ich da einfach erstmal nur provisorisch hingestellt. Ja, weil Strom jetzt von hinten kommt. Das heißt, ich müsste... Was mache ich denn mit dem Wachs? Das ist sinnvoll. Daraus kannst du Kerzen herstellen. Und ja. Welches ist doch einfacher, wenn ich die Loch oben habe, mehr am System Fluid-Ding zu machen und das Ding in mein System pumpen zu lassen. Ja, oder so. Ah, nee, brauche ich gar nicht. Der funktioniert weiter. Okay. Und Honig voll ist, macht er weiter. Ja, dann würde ich von unten einfach die Sachen abziehen und dann
musst du die verarbeiten irgendwie. So, jetzt hat er schon mal Dia-Seed und Prismarin-Seed. Nice. Möchtest du dir die Base einfach mal angucken? Ja, wäre ich auch am Start. Dann siehst du ja schon mal, hier ist der Reaktor. Ja, es ist dezent leise. Ich hab alles raus. Dezent. Ja. Oh Gott. Auch für so viele Hersteller. Liegt kein Kabel von denen am Machen dieser grünen Leuchten. Ja, ich könnte. Wie stehst du zu Bienengenozid? Wieso? Man kann eine Produktion aufbauen mit der. Wie heißt es gleich noch? Mit der Bienen getötet werden. Und irgendwann können aus den Wasted Radioactive Bees entstehen. Und die produzieren da, die ernähren sich anhand der grünen Partikel und daraus kannst du dann Wasted oder diesen Radioactive Waste herstellen. Ja. Ja, aber hier unten ist halt alles und das hier ist einfach nur Vernichtungsanlage, weil anders kriegst du es nicht am schnellsten weg. Ja. Und sieht auch recht gut, die sind meistens auf Null. Okay, wie viele hast du da? Über ein Stack. Okay. Ich hab zwei Reihen nur. In meinem Singleplayer-Projekt hatte ich irgendwie 600 davon. Weil die Bienen zu viel hergestellt haben. Aua. Ja. Nice. Hier ist die Notfallabschaltung für den, wenn der mal zu heiß laufen sollte. Mhm. Aber da ich das Gefühl habe, kann das nicht passieren. Ja. Und der läuft gerade nochmal von 52 Buckets. Die er laufen kann, läuft er 5 auf 10. Okay, aber da ist noch keine Turbine angeschlossen, ne? Doch, die Turbine ist noch gegenüber. Ah, okay. Ah, nur eine kleine, okay, ja. Ja, lieber so als. René, sein Geschoss kriegst du ja niemals. Ja. Nee, da hast du recht. Also ich betreibe lieber alles dauerhaft am Ende und das passt dann schon. Ja, kenne ich. Das ist halt gar nichts weiter. Ausbauen. Gott. Dann haben wir hier diese Villager. Oh ja. Habe ich einfach nur mal, weil ich Bock drauf hatte, benutzt nicht mehr. Ja, kenne ich. Aber einfach ich mal die Mod gemacht zu haben. Ja, war mein Start, den ich gemacht habe. Dann habe ich hier einen Spawner-Raum. Mit zwei Spawnern, die muss ich auch noch weiter ausbauen. Cool. Und wie lässt du die töten? Töte ich selber per Hand. Okay. Ach so, okay. Das ist einfach nur durch den Angel Ring, den ich hab, der frisst ja XP. Ja. Dann meine Ressourcen farmen. Ja. Ist ein bisschen, das sieht aber voll geil aus. Das sieht auf jeden Fall besser aus als die Kackbienen. Ja. Aber ich sag mal, es ist halt meine Anfangsfarbe und ich verlängere die ganze Zeit nur noch nach hinten. Mhm. Da komme ich nicht mehr hin. Da ist nämlich meine andere nächste Farbe. Für Brine und für Lithium. Ja. Ich jetzt aber auch schon nicht mehr betreibe, ne? Also wie es aus. Oh, cool. Ja, ich hab gefühlt noch gar nichts gemacht.